DJI stellt mit Osmo Pocket sein neuestes Kamera-Gimbal vor. Und das passt in jede Westentasche. Computerbild hatte den Winzling im Praxistest. Das Osmo Pocket liegt mit seiner geringen Größe gut in der Hand. Auf der dem Filmer zugewandten Seite ist ein kleiner Touchscreen eingebaut, der unter anderem das Live-Bild zeigt. Mit einfachen Wisch- und Tippgesten sind Einstellungen wie die Videoauflösung schnell geändert. Unter dem Bildschirm befindet sich eine Anschlussmöglichkeit für diverse Stecker, um ein Smartphone mit dem Gimbal zu verbinden. Ein Lightning- und ein USB-C-Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Die zwei Tasten darunter steuern die Kamera. Der Slot für die MicroSD-Speicherkarte befindet sich links. Die USB-C-Ladebuchse sitzt an der Unterseite des Gimbals. Wie die beiden großen Vorgänger Osmo und Osmo Plus verfügt Osmo Pocket über zahlreiche Funktionen, die das Leben des Kameramanns erleichtern sollen. Mit Active Track verfolgt die Kamera ein per Doppeltipp ausgewähltes Motiv, allerdings nur in Full-HD-Auflösung. FaceTrack erkennt Gesichter und behält sie im Zentrum der Aufnahme. Mit Timelapse und Motionlapse lassen sich Zeitrafferfilme erstellen. Und per FPV-Modus wird der Gimbal quasi gesperrt und folgt so den Bewegungen des Nutzers. Auch Panorama sind bis 180 Grad möglich. Wer mehr Kontrolle beim Filmen haben möchte, schließt sein Handy an und nutzt die Mimo-App. Hier kann der Filmer im Pro-Modus Feinjustierungen vornehmen, etwa den Weißabgleich oder die Färbung bestimmen. Die Videos zeigten im Test viele Details und auch eine ordentliche Dynamik. Maximal sind hier 4K-Auflösung mit 60 Bildern und 100 Megabit pro Sekunde drin. Der 3-Achsen-Gimbal stabilisiert das Bild dabei ordentlich. Erschütterungen beim Laufen werden recht stark reduziert, bleiben aber im Video noch schwach als solche erkennbar. Schwenks werden weich und gefühlvoll umgesetzt. Fotos haben eine Auflösung von 12 Megapixeln. Die bringt die Kamera aber mit etwas zu wenig Schärfe nicht auf den Punkt. Zudem sorgt die geringe Sensorgröße bei wenig Licht schnell für ein leicht körniges Bild. Der Akku hält bei all dem rund 80 Minuten durch. Das DJI Osmo Pocket macht Spaß, ist robust und ein schönes Stück Technik für Videofans, die immer eine kleine Kamera dabei haben wollen. Die Bedienung ist simpel, die Stabilisierung gut und die Akkulaufzeit in Ordnung.